Es klingt nicht nach Kachibara. Dann seid ihr törichter, als ich dachte. Jin, auf ein Wort bitte. Masako, was ist denn? Ein gewisser Kachibara hat die Mörder meiner Familie rekrutiert. Sein Name steht auf der Liste. Er wohnt in dieser Präfektur. Dieser Mönch weiß wo, aber er verrät es mir nicht. Junshin meint es gut. Ich rede mit ihm. Junshin, schön euch zu sehen. Ebenso, Fürst Sakai. Fürstin Masako und ich suchen nach Kachibara. Ihr wisst, wo er sich aufhält. Sie beschuldigte ihn schrecklicher Dinge. Ich fürchte um sein Leben, wenn sie ihn findet. Masako hat gute Gründe zu glauben, er habe die Mörder ihrer Familie rekrutiert. Das würde er nie tun. Er ist ein bescheidener Fischer, ein liebender Ehemann und Vater. Ich fürchte, sie ist blind vor Zorn. Junshin, ich muss mit ihm reden. Solange ihr es beim Reden belasst. Nehmt die Straße von hier zur Küste. Kajibaras Hütte liegt am Strand. Und? Wir nehmen die Straße zur Küste. Danke für eure Hilfe, Mönch. Friede sei mit euch, Fürstin Masako. Was habt ihr bitte zu Junshin anderes gesagt als ich? Er hört mir nicht mal zu, als würde man mit einem Stein reden. Ich glaube, er hat Angst vor euch. Angst? Warum? Ihr seid mitunter etwas einschüchternd. In unserer Welt ist das nichts Schlechtes. Wir jagen einen grausamen, bösen Mann. Er war ein Mann unseres Clans. Zuverlässig und geschickt, aber aufbrausend. Wir entschuldigten sein Verhalten, bis ich ihn dabei erwischte, wie er Frau und Tochter verprügelt. Der Feigling schlägt die eigene Familie. Da verbannte ich ihn, auf der Stelle. Ich bot seiner Frau und Tochter Zuflucht in unserem Haus. Am Tag darauf gingen sie wieder zu ihm zurück. Es ist nicht immer einfach. Man möchte glauben, sie ändern sich. Der Weg müsste zum Strand führen. Ohne die Pferde bemerkt man uns nicht so leicht. Wir müssen uns vorsichtig nähern. Ich will Kachibaras Familie nicht gefährden.
Das muss Kashiwaras Fischerhütte sein. Die Mongolen waren da. Vielleicht sind er und seine Familie bereits tot. Sie könnten noch am Leben sein. Gehen wir. Ой, өнөө гэгч хардаа. Тийм ээ. Ich sehe keine Mongolen mehr. Suchen wir im Haus nach Kashiwara und seiner Familie. Klinge ist blutverschmiert. Sieht nicht nach einer Mongolenwaffe aus. Das ist ein Fischerwerkzeug. Das sind wohl Kashiwaras Frau und Tochter. Das hatte ich von Anfang an befürchtet. Haben die Mongolen sie getötet? Aber wo ist dann Kashiwaras Leiche? Masako, Fußspuren. Sie führen von der Hütte weg. Was, wenn Kashiwara überlebt hat? Einfach weggelaufen.
So. Neue Stoffballen. Kein Stoff. Seide. Das kann sich kein bescheidener Fischer leisten. Folgen wir den Fußspuren. Kajiwara! Fürstin Masako! Ein Mongolenangriff! Meine Frau und Tochter! Schweigt, Schlange! Ihr habt sie getötet! Aus Liebe! Besser ich als die Mongolen! Sie wollten es so! Ihr krankes... Jin! Ihr habt die Mörder rekrutiert, die meine Familie töteten! Wer bezahlt euch? Sagt es, dann töte ich euch liebevoll! So wie ihr eure Frau und Tochter! Ich weiß nur, dass er es verstand. Was verstand? Wie es ist, von euch vernichtet zu werden. Wie ich in Armut versank. Was es meiner Familie abforderte. Ich ertrage kein weiteres Wort mehr. Alles, was er sagte, war gelogen. Außer, dass ich ihn ruiniert habe. Ich wusste, dass Sadao auch so denkt. Die Verschwörer verbindet ihr Hass. Der Clanangriff hatte persönliche Gründe. Angestiftet von einem Samurai mit tiefem Groll. Aber wer könnte das nur sein? Wir finden ihn. Du bist ein braves Pferd, Kage. Yeah.
wieder in Omi. Zu Hause. Keine Spur von Mongolen. Wo ist sie? Ihr wagt es! Oh, junger Meister. Ich dachte, ihr wärt tot. Ich kam so schnell ich konnte. Schön, dich zu sehen, Yuriko. Ihr seht müde aus. Habt ihr Hunger? Nicht jetzt. Vielen Dank. Die Armee des Khans muss vorbeigekommen sein. Hat es Ärger gegeben? Ein paar Banditen. Mit denen werde ich fertig. Ich komme wegen Vaters... meiner Rüstung. In Komoda wolltet ihr sie nicht tragen. Vieles ist seitdem anders. Sie ist sicher versteckt.
Diese alten Knochen. Taichi kann mir helfen, sie zu holen. Er ist auf dem Friedhof. Was macht er dort? Alles in Ordnung halten. Pflanzen für meine Gifte sammeln. Ungeziefer von unseren Vorräten fernhalten. Gut, dass du nicht allein bist. Was ist mit Fürst Shimura? Er lebt. Die Mongolen haben ihn in Komoda gefangen. Doch wir befreiten ihn. Oh, es haben mehr überlebt. Und sie helfen euch. Ein paar. Fürstin Masako. Gut. Sie kämpft an der Seite der Jungs, seit sie ein Dreikäse hoch war. Davon musst du mir eines Tages mehr erzählen. Aber es seid nur ihr beide? Noch ein paar. Sensei Ishikawa. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Tut er noch immer so, als wüsste nur er, wie man alles richtig macht? Er hat nicht immer recht. Aber er schießt wie kein Zweiter. Da wird er euch zustimmen. Fürst Sakai, ihr seid zurück. Ich würde gern bleiben. Aber ich höre, ihr sorgt gut für Yuriko. Das habt ihr falsch verstanden, mein Herr. Taichi, helft mir mit der Sakai-Rüstung. Geht. Ich habe hier noch zu tun. Das Unkraut ist nicht besorgt. Tut mir leid. Unser Herr. Trauer für Vater. Wir haben hier meditiert. Jetzt bin ich allein. Jin, Hilfe!
Junger Meister? Geht es dir gut? Ja, nur etwas schwindelig. Ihr seht gerade aus wie... Zeigt euch, Feigling! Geh ins Haus. Ihr habt sie abgeschlachtet. Macht Yarikawa uns wieder Ärger? Die Yarikawa-Rebellion ist 20 Jahre her. Diese Männer gehörten zu den Mongolen. Natürlich. Euch so zu sehen. Ich bin noch erschüttert. Ich muss mich ausruhen. Am See. Bei deinem Lieblingsbaum. Ja. Kommt. Du sagtest vorhin, du hättest Gifte gebraut. Das schützt den Reis gegen Ungeziefer. Kannst du stärkere machen? Etwas, das Menschen tötet? So etwas verdient niemand. Kannst du es? Bei höherer Dosis ist die Wirkung scheußlich. Gut. Oh, mein Herr.